Friends, es ist mal wieder Zeit für einen neuen Geschmackspulvertest. Dieses Mal habe ich mir den Geschmack Erdbeere rausgesucht. Das sind unsere 5 Kandidaten für dieses Mal. Ich bin sehr gespannt, was mich heute erwartet und wünsche gute Unterhaltung. Also Freunde, ihr kennt das Spiel. Zuerst schauen wir uns die ganzen Pulver mal im Detail an und versuchen so ein paar objektive Faktoren miteinander zu vergleichen. Und danach folgt dann auch der Geschmackstest im Magerquark. Los geht's! So, und der erste Kandidat, den wir uns heute anschauen, das ist das Yummy Flav Powder im Fairy Strawberry Geschmack von der Firma Peak. Tatsächlich für mich das erste Mal, dass ich ein Pulver von der Firma ausprobiere. Dabei haben die ein echt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Dose hier mit 250 Gramm Inhalt, die kostet nämlich vor Rabattcode nur 12,90 Euro und ist von den heutigen 5 Kandidaten auf jeden Fall mit Abstand das günstigste Produkt. Man muss dazu sagen, dafür bieten sie auch relativ wenig Besonderheiten. Wir haben hier zwar den Laktasezusatz, aber sonst, das ist ein ganz normales Geschmackspulver auf Inulinbasis. Sprich, es könnte auch möglicherweise verklumpen, wenn man es zu lange lagert. Und es hat keinerlei Stückchen im Pulver. Probier das Ganze aber jetzt trotzdem mal. Klassischer Fingertest. Und es ist ein sehr, sehr säuerlicher Erdbeergeschmack. Kann ich jetzt natürlich noch nicht einordnen, aber ich würde mal sagen, das ist ein guter Anfang. Und wir machen weiter mit dem nächsten Kandidaten und gucken mal, wie sich der von dem ersten unterscheidet. Bei unserem zweiten Kandidaten, dem Flasty von der Firma Sinop im Strawberry Dwarf Geschmack, da sind die Unterschiede aber gar nicht mal so groß, denn auch hier haben wir ein ganz normales Geschmackspulver auf Inulinbasis. Wir haben den Laktasezusatz, aber diese Dose hier, die kostet keine 12,90 Euro, sondern 16,49 Euro, also ein gutes Stück teurer. Aber sonst ist quasi rein auf dem Papier kein Unterschied anzumerken. Also wir haben wirklich exakt denselben Inhalt, eine ähnliche Zutatenliste. Es kommt tatsächlich nur auf den Geschmack an und den probieren wir jetzt mal. Let's see. Okay, völlig anders. Wirklich eine ganz andere Liga. Wir haben hier null von dieser säuerlichen Note. Ich finde ja, bei dem ersten Geschmack, da hätte man ruhig auch sagen können, das erinnert so ein bisschen an diese sauren Schlangen früher vom Bäcker. Und das da, das hat viel, viel weniger von dieser säuerlichen Komponente. Es ist einfach ein sehr, sehr süß schmeckender, aber trotzdem an Erdbeere erinnernder Erdbeeregeschmack. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Nächster Kandidat. Und das ist das Flavit von der Firma Big Zone, auch wieder im Strawberry-Geschmack. Wir gehen im Preis nochmal einen Ticken weiter nach oben. Gerade eben waren es ja 16,49 Euro. Diese Dose hier kostet 16,90 Euro vor Rabattcode. Aber dafür muss man sagen, bekommt man hier nochmal ein kleines Extra geboten. Denn wenn wir uns das Pulver einmal anschauen, dann fliegen uns da quasi schon die Erdbeerstückchen entgegen. Insgesamt machen die 11,7% des Pulvers aus. Das habe ich nachgefragt. Und wir probieren das Ganze mal, ob das jetzt wirklich auch einen großartigen Unterschied ausmacht. Wow, ja. Also wir haben auf jeden Fall eine richtig säuerliche Komponente mit drin durch diese Erdbeerstückchen. Das ist wieder eine ganz andere Liga als es eben bei Sinop. Die sind natürlich nicht crunchy, die Stückchen. Wer jetzt da erwartet, dass diese Stückchen, die sehen irgendwie so crunchy aus, dass die irgendwie auch wie kleine Kekse sind, das ist nicht so. Erinnert mich vom Erdbeeraroma wieder so ein bisschen mehr, hat so was von diesen Pullmoll-Hustenbonbons. Ich finde, die haben einen ganz, ganz charakteristischen Eigengeschmack und den schmecke ich auch hier raus. Es ist jetzt so, wenn ich das einfach nur auf den Finger in den Mund tue, fast schon zu intensiv vom Geschmack her. Ich hoffe, das spiegelt sich dann auch nachher im Magerquark in einem sehr intensiven Geschmack wieder. Denn so ist es mir zumindest in diesem Fingertest fast schon etwas zu viel Erdbeeraroma im Mund. Aber wir schauen mal, wie das Ganze dann am Ende auch im Magerquark aussieht. Bei unserem vierten Kandidaten, dem Royal Flavor vom Bodybuilding Depot, da haben wir jetzt das erste Mal keinen reinen Erdbeergeschmack mehr, sondern einen Erdbeere-Quark-Geschmack. Inwiefern sich jetzt diese Quarkkomponente am Ende bemerkbar macht, das finden wir gleich heraus. Ansonsten kann man hier dazu sagen, dass es wieder etwas günstiger ist als Pulver. Die 250 Gramm Dose, die kostet hier vor Rabattcode 15,90 Euro. Wir haben allerdings trotzdem die Stückchen mit drin, auch wenn sie nicht so zahlreich sind wie eben bei Big Zone. Mit 7,5% sind die hier beziffert. Die Besonderheit bei Royal Flavor ist allerdings die Tatsache, dass die Pulver hier nicht auf Inulin basieren, sondern auf Maisdextrin. Das heißt, diese Gefahr, dass diese Pulver verklumpen können, die tendiert hier nahezu eigentlich gegen Null. Allerdings, man büßt dafür, dass Laktasenzym als Zusatz ein. Ja, geschmacklich ist es auch wieder eine sehr saure Angelegenheit. Nicht ganz so süß wie die Kandidaten eben, aber das ist auch so eine Charakteristik vom Royal Flavor. Es ist sehr aromatisch und im reinen Fingertest wirkt es auch ein bisschen bitter auf der Zunge. Aber wir schauen mal, ob sich das Ganze dann im Magerquark ein bisschen besser verhält.
Unseren letzten Kandidaten, das Flavin' Tasty im Strawberry Cheesecake Geschmack, den könnte man tatsächlich auch als das Premium-Produkt hier bezeichnen, denn hier kostet die Dose vor Rabattcode 18,90 Euro. Man muss allerdings fairerweise dazu sagen, dass es bei ESN häufiger mal 20% Aktionen gibt und dann kostet auch die Dose hier nur ein bisschen mehr als 15 Euro. Aber es mutet sich zumindest auch Premium an, wenn wir mal einen Blick auf die Zutatenliste oder auf das Pulver werfen, denn wir haben hier 30% Keksstückchen mit drin plus 10% Erdbeerstückchen und nochmal extra 10% Erdbeerpulver. Und das sind bekanntlich die Komponenten, die für den Hersteller selber das meiste Geld kosten. Ob sie dann am Ende auch den besten Geschmack bringen, das versuche ich heute herauszufinden. Aber so rein von der Zutatenliste liest sich das Ganze auf jeden Fall auch schon mal Premium. Ich mache den Fingertest. Okay. Der bringt eine gute Süße mit sich, auch eine leichte Säuerlichkeit, wobei jetzt die nicht so überpräsent ist, wie jetzt eben beim Flavit-Pulver zum Beispiel. Und was hier auch stark durchkommt, ist diese Keksteignote. Wir haben ja diese Keksstückchen mit drin und ja, also das schmeckt man auf jeden Fall raus. Das ist kein reiner Erdbeergeschmack, sondern hat wirklich noch so ein bisschen, einfach noch so eine kuchige, teigige Komponente mit drin. Gefällt mir jetzt auf Anhieb im Fingertest wirklich gut, muss ich allerdings jetzt auch im Praxistest im Magerquark beweisen. Und das machen wir jetzt als nächstes. Eine halbe Ewigkeit später. Freunde, ich freue mich. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommen wir zum finalen Geschmackstest und zwar im Magerquark. Wir behalten die gleiche Reihenfolge bei wie eben. Das heißt, wir beginnen mit dem Peak Yummy Flav Powder im Fairy Strawberry Geschmack. Ersteindruck holt mich nicht so ab. Es ist sehr säuerlich, aber nicht dieses natürlich erdbeersäuerlich, sondern ja, so ein bisschen essigsäuerlich. Ich muss ehrlich zugeben, das ist mir nicht intensiv süß genug. Es schmeckt wie ein Kompromiss einfach. Und ich finde, bei einem Erdbeergeschmackspulver im Magerquark, das eigentlich so das beste Szenario dafür ist, da muss so ein Pulver mehr rausholen, wie das das Yummy Flav Powder hier schafft. Ich bin nicht komplett überzeugt. Ich finde es auch ein bisschen künstlich. Also meins ist es ehrlich gesagt nicht. So, dann machen wir weiter mit Flavor Nummer 2. Das ist das Geschmackspulver von Sinop gewesen. Und ich erinnere mich, das war das Pulver, das so überhaupt nicht säuerlich geschmeckt hat. Das so diese Fruchtsäure einfach komplett hat vermissen lassen. Ich bin jetzt gespannt, ob die Eigensäure vom Magerquark hier ihr Übriges tut und daraus einen guten Flavor zaubert. Let's see. Der ist sehr lecker. Gefällt mir deutlich besser. Fruchtzwerge. Absolutes Fruchtzwerge-Feeling. Wirklich. Hammer. Gefällt mir richtig gut. Geile Süße. Hat tatsächlich trotzdem ein bisschen diese Säure mit drin, aber eben nicht zu viel. Es passt einfach. Und es erinnert extrem an Fruchtzwerge. Also wenn ihr ein Fruchtzwerge-Erdbeergeschmackspulver haben möchtet, das ist euer Mann oder das ist euer Pulver. Feier ich, wird schwer das zu toppen. Aber wir schauen mal, ob es dem Flavit von Big Zone gelingt. Das war ja sogar nochmal einen Ticken teurer und es waren diese Erdbeerstückchen mit drin. Aber ob sich das jetzt auch in einem guten Geschmack äußert, das sehen wir jetzt. Boah, überhaupt nicht mein Fall. Nee. Total künstlich, viel zu sauer, stinkt total ab gegen das Flavor Tasty eben. Ich glaube sogar bisher das Schlechteste. Also mir gefällt es gar nicht. Schade, Big Zone hat mich nicht überzeugt. Wir machen weiter mit dem Royal Flavor. Das war ja dieser Erdbeere-Quark-Geschmack. Schauen wir mal, ob das Ganze jetzt auch im Magerquark dann gut aufgeht. Oh. Ich finde nochmal schlechter als gerade eben von Big Zone das Pulver. Gefällt mir gar nicht. Saukünstlich, wieder viel zu sauer. Ich weiß auch gar nicht, was diese Quarkkomponente sein soll. Also schmeckt für mich nicht nach Quark, dieses Extra, was da mit drin ist. Hat auch einen ungeilen Abgang. Schade. Also das ist, glaube ich, eines der schwächsten Royal Flavor, die ich bisher hatte. Und ich hatte ja schon echt viel davon. Gefällt mir überhaupt nicht. So, und last but not least haben wir jetzt das Flavin' Tasty von ESN und hoffentlich die Ehrenrettung für die Erdbeergeschmackspulver. Wenn das nicht gut ist, dann haben wir mit dem Sinop-Pulver einen ganz eindeutigen Gewinner. Farbe ist auf jeden Fall nicht so rosa wie bei den anderen. Ich habe allerdings dieselbe Menge an Pulver genommen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu wenig intensiv.
Okay. Schmeckt wieder richtig gut. Bin begeistert. Es ist halt kein reiner Erdbeergeschmack. Es schmeckt allerdings auch, finde ich, nicht nach Cheesecake. Es hat halt noch eine Keksnote mit drin. Aber es macht den Geschmack nicht schlechter deswegen. Richtig lecker. Lass mich nochmal geschwind den Flavor von Sinop probieren. Okay, also der Flavor von Sinop, der ist nochmal ein Ticken süßer. Der von ESN ist halt kein reiner Strawberry-Geschmack. Schon ein Erdbeergeschmack, aber er hat auch eine sehr prominente Kekskomponente mit drin. Ich finde allerdings beide sehr, sehr lecker im Magerquark. Ich will mich ja jetzt gleich auf ein Ranking festlegen und wirklich Platz 1 und 2 fällt mir extrem schwer gerade. Aber wir fangen am besten mal von hinten an. Auf Platz 5 haben wir das Royal Flavor vom Bodybuilding Depot, fand ich ganz furchtbar. Auf Platz 4 fand ich genauso furchtbar, nur ein bisschen besser, war das Flavit von Big Zone. Auf Platz 3 haben wir das Yummy Flav Powder, das war auch unterer Durchschnitt, also fand ich auch nicht gut. Die ersten drei, die ich jetzt genannt habe, die kann ich auf jeden Fall nicht weiterempfehlen. Aber das Flasty und das ESN-Pulver, das sind meine beiden ersten Plätze. Jetzt muss ich noch entscheiden, welches auf Platz 1 landet. Ich sage das Flasty auf Platz 2 und das Flavin' Tasty auf Platz 1, weil ich diese Kekskomponente doch ziemlich geil finde in dem Pulver. Zum Schluss seien euch auf jeden Fall hier noch die ganzen Rabattcodes eingeblendet. Damit könnt ihr in den jeweiligen Shops günstiger einkaufen und gleichzeitig auch die Arbeit und diesen Kanal hier unterstützen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die das tun. Ich wäre aber an dieser Stelle am Ende angekommen, bedanke mich auch fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal.